Körperliche Gewalt findet statt in Kitas, ganz großes Tabuthema, aber Fakt, habe ich erlebt, habe ich gesehen, bekomme ich nach wie vor viel berichtet. Kinder, die aus Überforderung, eben aus diesem zu viel an Druck von Pädagogen, Pädagoginnen in die Garderobe geschickt werden. Das ist ja auch so ein klassische Erziehungsmethode, zu sagen, okay, du funktionierst nicht, also raus. Also dieser Beziehungsabbruch dann in dem Moment als einzige Chance, allein dadurch, dass totaler Personalmangel herrscht und man einfach sich manchmal in Situationen wiederfindet, in denen man so unter Druck ist und so im Stress ist, dass man gar keine andere Alternative sieht. Und ja auch in dieser konkreten Situation, wenn du da stehst mit 12 Krippenkindern im Schlafraum und du musst alle diese 12 Kinder in den Schlaf bringen, keine Zeit hast, dir darüber Gedanken zu machen, wie könnte ich das besser machen. Das sind ja Dinge, die müssen entweder im Vorfeld oder im Nachhinein anders vorbereitet oder nachbereitet werden. Gerade in der Krippe, die ja noch so diese totale Bedürftigkeit haben, ja, die wollen jetzt essen, die sind jetzt müde, die weinen jetzt und die brauchen jetzt eine frische Windel. Und du stehst so echt in diesem Epizentrum und denkst eigentlich nur, Hilfe, wie soll ich das alles schaffen?